Hallo, eure Miss Fanny Ho. So, jetzt gibt es gleich wieder noch ein Tutorial und zwar diesmal ein Nähtutorial. Ich möchte eine Jersey-Mütze, eine Jersey-Kindermütze für euch nähen. Und zwar habe ich hier dieses Schnittmuster ausgedruckt. Das ist von, oh weia, irgendwas mit Kännchen. Also auf jeden Fall ist es die Jersey-Mütze Bettina und die kann man auch doppelt legen mit, nur Kindchen, ich weiß es nicht. Ich werde es euch runterschreiben, wie die Seite heißt. Ich habe die schon öfter, ich habe die auch schon öfter genäht. Hier ist der Bruch. Oder auch hier, ist vollkommen egal, eine Seite. So habe ich sie also zugeschnitten hier im Bruch. Also habe ich sie jetzt, man könnte auch nur eine machen einseitig, indem man nur die Hälfte und hier einen Bund dran schnippelt oder was auch immer. Ich mache sie jetzt so, dass sie im Endeffekt so als fertige Mütze aussieht. Ne? Also, ich habe sie ausgeschnippelt, ihr seht's. Der erste Schritt, den ich jetzt mache, ist überall, wo nicht die große Naht ist, also die kleine, die beiden Teile zusammennähen, die beiden und das unten genauso. Also rechts auf rechts legen, hopp, jetzt hier lang nähen, ein bisschen weiter runter, ihr seht es, es muss bis hier hingehen sozusagen. Ja, also diese Teile lege ich alle rechts auf rechts und werde sie gleich alle nach und nach nähen. Schnittvorlage weg. Und los geht's. Nähmaschine her. Ich mache es jetzt nicht mit der Overlock. Ich mache es jetzt mit der normalen. Und zwar mit meinem Zickzack. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Ich hoffe, man sieht es hier. Ich mache das mal kurz näher ran. Ich mache das mit diesem Stich hier. Also Geradstich plus Kante einfassen. Ja, so. Das ist mein Stich dafür. Ich glaube, ich könnte aber auch dadurch, dass alles innen liegt, einen normalen Stich nehmen. Aber der ist elastisch, das ist ganz schön für Jersey. Wer weiß, wie meine Kinder dran reißen. Also nehme ich jetzt den. Ich will nur sagen, ich bin Hobbynäherin, ich bin keine gelernte Näherin. Ich mache das aus Spaß an der Freude. Ich lerne selber jeden Tag dazu. Also kein Garant dafür, dass alles richtig oder toll ist. Mir reicht es, mir macht Spaß. So, jetzt will ich euch das mal ein bisschen näher hier zeigen. Und es ist wirklich nur, was ich euch erkläre für einen Hobbybedarf. So, ich fange jetzt an und nähe da einfach mal diesen Zickzackstich los. So, und zeige es euch gleich mal, wie es aussieht. So, also bevor ich nochmal jetzt ganz fertig bin, wollte ich euch das nochmal zeigen. Also, ich habe unten jetzt schon alles genäht. Wenn man unten alles genäht hat, sieht es so aus. Ich zeige euch das gleich nochmal. Hier oben habe ich jetzt noch offene Kanten. Ich wollte euch nochmal zeigen. Eine habe ich jetzt hier schon vernäht. Jetzt kommt die nächste. Also, ich lege es rechts auf rechts. Und zwar da unten natürlich passend in dem Knick. Bis oben hin hier an der Spitze. So, Spitze auf Spitze. Unten passend. Das Ganze muss wirklich genau entweder stecken oder so. Es muss echt genau aufeinander liegen. Soll natürlich keine Lücke entstehen. So, also Spitze auf Spitze. Alles liegt direkt, Faden kommt nach hinten, alles liegt direkt aneinander. Und ich fange jetzt hier unten an und zwar ein Stück natürlich weiter, wo noch nicht das auseinandergestüppelt ist, damit es gut hält. Und gehe jetzt mit meinem Stich, den ich euch gezeigt habe, das ist der falsche, ich habe ihn noch nicht eingestellt, direkt dort lang einmal, ja, genau die Reihe lang. So, jetzt wollte ich es euch zeigen. Also, ich habe oben alle Kronen zusammengenäht, drei Nähte sind das. Unten genau das gleiche, drei Nähte. Hier sieht es also so aus, nach rechts sieht es dann schon so aus, fast fertig. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen nur noch, wir lassen sie immer noch auf links die Mütze. Und haben nur noch eine Naht offen. Wenn wir das jetzt richtig ordentlich sozusagen hinlegen, haben wir nur noch eine ganz lange Naht offen, die wir dann jetzt komplett nähen. Und zwar von hier unten, von der Spitze bis nach oben hin. Ihr könnt entweder an einer Seite das offen lassen. Ihr braucht auf jeden Fall ungefähr so eine große Öffnung, um die Mütze zu wenden natürlich, ne? Also ihr könnt jetzt entweder das von beiden Seiten ein bisschen nähen und in der Mitte die Öffnung lassen.
Oder ihr könnt einfach, ich mache das jetzt so, ich nähe von oben einmal durch und lasse auf der anderen Seite, die mache ich dann nach innen, nähe ich durch und lasse dort eine kleine Öffnung. So, dass jetzt bei mir oben ein bisschen dicker ist und meine Maschine da manchmal ein bisschen spinnt, dass ich ein bisschen zieht. Und nähe jetzt. So, ihr seht, jetzt lasse ich eine Öffnung frei. Ich muss kurz nochmal verriegeln. Ich setze meine Nadel ganz nach links und rückwärts und verriegel kurz. So, dann kann ich hier rausgehen. Hab eine kleine Mini-Öffnung und das werde ich euch jetzt zeigen, wie das hier funktioniert. Ich ziehe einfach die gesamte Mütze dadurch, wupp, schwupp. So, die Mütze ist jetzt noch nicht Mütze, sondern im Moment immer noch ein langer Schlauch. Aber ich muss auch als erstes, das ist das Oberteil der Mütze, der einen Seite, das ist das Oberteil der anderen Seite, wo ich meine Wendeöffnung gelassen habe. Diese Wendeöffnung werde ich jetzt erstmal schließen. Entweder mit dem Matratzenstich unsichtbar. Ich bin zu faul. Ich lege mir beide Jerseykanten jetzt einfach um, so und so, und werde sie einfach mit einem Geradstich und dunkler Farbe schön verschließen, damit man es besser sieht. Also ich nähe jetzt sozusagen einfach weiter, ich lege beide Kanten jetzt nach innen, genauso wie sie vorher schon nach innen gelegt waren. Lege es mir hier runter und muss jetzt gucken, dass ich natürlich das auch überall so habe. Hier kann man es sehen, so lege ich die Kante nach innen, die andere auch, lege beide aufeinander und versuche so weit wie möglich jetzt am äußeren Rand, ich setze meine Nadel jetzt nach ganz rechts und versuche jetzt am äußeren Rand das ganze Ding einfach zu schließen. Am äußeren Rand sieht man nicht so viel. Und gehe jetzt einfach hoch bis zur Spitze der Mütze. Und dieses werde ich auch nach innen dann danach legen. Und jetzt noch einmal über den Puppel rüber. Da gehe ich nochmal rückwärts zum Verriegeln. Habe ich. Und jetzt zeige ich euch mal das Resultat. Moment, so. Also im Endeffekt habe ich jetzt, ich bin noch nicht ganz fertig, eine Mütze, das ist jetzt die Seite, ich muss das mal nochmal abschneiden, das ist noch nicht gut genug. Hopp. Das ist jetzt die Seite, die ich hier genäht habe, mit Matratzenstich wäre es unsichtbar, so sieht man es noch ein bisschen. Jetzt brauche ich nur, und ich mache die unschöne Seite nach innen, diese ganze Mütze nehmen und diese unschöne Seite, ich kann auch die Spitze einfach festhalten, und versuchen, sie nach oben zu wurschteln. Also diese Spitze soll einfach wie ein Strumpf hier versuchen reinzufassen. Hier nach oben reinlegen. Gut ist es auch, das habe ich auch öfter schon jetzt gemacht, dass jetzt hier Spitze auf Spitze zusammenliegt und man es mit ein, zwei Stichen festnäht. Und den Rest schütteln, legen, wie auch immer. Jetzt sieht man schon, das ist die Mütze, die man auch umlegen kann. Gucken, dass es hier oben aufeinander liegt. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, das sieht auch sehr niedlich aus, mit irgendeinem Zierstich, das zeige ich euch auch gleich noch, damit es sich nicht wurschtelt und dreht, habe ich jetzt mit einem Zierstich hier unten einmal lang genäht. Und auch das werde ich jetzt machen, um euch das mal zu zeigen. So, ich weiß nicht, ich suche mir jetzt gar keinen besonderen Zierstich aus. Ich will jetzt wirklich gar nichts Besonderes haben, sondern ich denke, ich werde einfach nur bei der Mütze hier, da sieht man das gar nicht, einen einfachen Zickzackstich machen. Aber, ja, nö, doch. Ich werde einfach jetzt hier das hier ranlegen. Wupp. Suche mir einen normalen Zickzackstich aus und werde jetzt hier einmal lang gehen. Und zeige euch auch gleich warum, da bleibt die Mütze nämlich besser. Jetzt, oh, ich habe den ganzen Rest nicht mehr genäht, da mein Unterfaden alle war.
Auf jeden Fall zeige ich euch gleich, wenn ich fertig bin, die Mütze an irgendeinem süßen Püppchen, wie sie aussieht. Ja, und das war's. Ihr seht, keine schwierige Sache. Einfach zu meistern, könnt ihr alle nachnehmen. So, jetzt zeige ich euch die Mütze. Jetzt ist sie fertig. Also ich habe jetzt einen Zickzackstich genommen, den kann man hier einigermaßen erkennen an den Krokodil. Ihr braucht auf jeden Fall einen elastischen Stich, klar, weil die Mütze sich dehnen soll. So wie ich sie jetzt zugeschnitten habe, passt sie eigentlich 2- bis 4-Jährigen. Wenn ich müsste sie ein bisschen enger machen, ich lege sie immer eigentlich einmal um, meine Kinder nicht, die sind zu faul. Ich habe jetzt hier eine Püppi da, um euch zu zeigen, wie die Mütze sitzt. Leider nur eine einzige, ich habe halt 5 Jungs und dementsprechend nicht so viel Puppen. Ist fast eine Beanie-Mütze bei ihr hier, aber ist schon okay. Also, Mütze sieht total süß aus. Hier oben sitzt sie so, das ist, seht ihr das? Ne? Das ist zusammengenäht. Und ansonsten ist sie super schön, unseren Kindern steht sie sehr gut. Die lieben die Mützen auch, gehen einfach auf, sehen niedlich aus. Sieht jetzt fast ein bisschen zu groß aus, also bei unseren Kindern sitzen sie eher so und eng an. Ne? Ja. Wenn ich es schaffe, werde ich euch noch die Halssocke dazu zeigen, die passende, weil die werde ich auch auf jeden Fall dazu nähen. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schafft es nachzunähen. Verbesserungsvorschläge nehme ich natürlich gerne an, weil hat ja auch jeder andere was davon. Ja, schaut mal, sagt mal, schreibt mal was und liked mich. Ich würde mich freuen. Eure Miss Funny Home. Tschüss.